Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück in meiner Zockerstube. Wir zocken weiter DayZ Standalone. Lange habe ich nichts mehr aufgenommen. Und dies ist jetzt mal wieder seit langem die nächste Folge. In der letzten Folge haben wir ja einen super Fang gemacht. Eine richtig gute Waffe haben wir uns zugelegt. Leider ohne Munition. Aber das ist nicht weiter schlimm. Wir werden hoffentlich mehr finden. Leider sind wir heute wieder allein unterwegs. Aber ich hoffe doch, was ist das da hinten? Da hinten ist doch... Ach, keine Ahnung, was ist das aus, als ob es brennt da hinten. Naja, anscheinend ist es nicht. So, wir schauen einfach mal hier weiter durch, was wir noch finden könnten. Ich habe ja so viele Anfragen bekommen, dass man mit mir zocken kann. Das ist echt wunderbar. Das hat mich so umgehauen, dass so viele Leute meine Videos gefallen. Ich dachte ja, ach, warum? Ich mache einfach mal Let's Play und ja, wem es gefällt, dem gefällt's, dem nicht, dem halt nicht. Ja, und es hat so vielen Leuten gefallen und Wahnsinn, mein allererstes Video, was ich hochgeladen habe, von Magicide, das Test Let's Play. Das hat, habe ich gestern eine Nachricht bekommen. Über 1300 Klicks hat das Spiel schon. Das ist der Wahnsinn, Freunde, das ist echt der Wahnsinn. Dafür kann ich mich noch einmal tausendmal bedanken. Ich weiß einfach gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich bin... Bin einfach so... Wahnsinn. Ich finde es einfach echt genial. So. Hier war schon jemand. Haus ist komplett leer. Steht ein Auto. Gehen wir noch in die Hütte rein. Schaufel. Nochmal weniger. Buch. Ein Hut. Ja, der Hut sieht gut aus. Da geht rein jetzt. Da geht's wieder raus. Da geht's im nächsten Raum. Oh, was haben wir denn hier alles rumliegen? Super, was haben wir da? Verrottete Orange, nicht gut. Oh, ein Cooking Pot. Und ich kann ihn nirgends hinsetzen. Ah, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Das eine Kartoffel, weil die erstmal auch gleich noch, weil der nicht meckert. So, was ist da drinnen noch? Oh, eine sehr, sehr kaputte Wasserflasche. Okay. Ja, wir haben jetzt eine Kartoffel und eine Orange gegessen. Ich hoffe, wir werden glücklich. Und wir werden ja entweder gehen wir da lang, oder wir gehen da lang, weil ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Karte, kein gar nichts. Da lang, oder da lang, rechts oder links. Ja, immer der Meinung nach. Rechts. Und schauen, was dort hinten so vor sich geht. Ja, ich habe den Pino schon des Öfteren angefragt, ob er wieder mal mitzocken will. Leider hat er viel Stress um die Ohren mit Arbeit und Kinder und ja. Aber ist ja kein Problem. Ich schaffe das auch alleine. Oh, da vorne ist ein anderer Spieler. Okay, der denke ich mal, wir auch in die gleiche Richtung wie ich. Oh, falscher Knopf. Ja, man kann ja nur direkt die Kommunikation anwenden.
So. Wir wollen ja jetzt nicht schon gleich von einem Spieler attackiert werden. Waffen findet man hier eh so selten. Geschweige denn Munition. Munition habe ich schon des Öfteren sehr viel gefunden. Leider nichts, was ich gebrauchen könnte. Aber nun ja. Wir sind ja guter Dinge und hoffen auf bessere Zeiten. Ja, ich habe da auch schon mal eine Frage bekommen, warum ich die Folgen immer so kurz mache. Ja, Freunde, ich mache die Folgen immer so kurz, weil ich auch selbst wenig Zeit habe durch mein anderes Hobby, durch Arbeit. Da habe ich deswegen sehr wenig Zeit, weil ich fotografiere auch noch. Ich bin unter der Woche arbeiten, da habe ich früh kaum Zeit, Nachmittag bin ich dann komplett im Arsch, deswegen. Ich darf meinen Arsch hier sagen. Bin ich komplett im Piep. Ja, und deswegen nehme ich die Folgen immer nur viertelstündlich auf, damit es nicht so lange dauert beim Rendern. Wo ist er denn jetzt hin? Hoffentlich ist er weg. Ja, damit es nicht so lange dauert beim Rendern. Und damit die Folgen dann so schnellst wie möglich dann hochgeladen werden können. Ja, wir werden jetzt mal schauen, wo wir landen jetzt, wenn wir die Straße da weiter hochlaufen. Weil der Spieler ist anscheinend auch dort in die Richtung gegangen. Also ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Mensch, mein Handy, das brattert und der Wahnsinn. So, keine Ahnung, wo dieser Spieler jetzt hingelaufen ist. Es stört mich auch nicht, solange er keine geladene Waffe bei sich hat. So, da vorne ist natürlich wieder die große Frage, rechts oder links. Aber von rechts sind wir, denke ich, mal gekommen, soweit wie ich sehen kann. So, wo gehen wir jetzt lang? Rechts oder links? Ich gehe diesmal links. Schauen wir, was da hinten so gibt. Scheiße ist nur, dass ich jetzt so in Anführungszeichen getarnt rumlaufe. Wäre es eine grüne Jacke, wäre es nicht so schlimm, aber jetzt eine gelbe, die sieht man noch schon vom Ende der Map aus. Und hinten ist eine große Scheune, da habe ich bestimmt sicher eine Chance. Hoffen wir doch. Schauen wir mal. Okay. Eine Scheune ist das leider nicht. Wir sind Abstellgleis. Aber vielleicht finden wir hier irgendwas Interessantes, was uns weiterhelfen könnte. Schauen wir doch gleich mal in die Waggonen hier rein. Oh, noch eine Waffe. Oh, noch eine Waffe. Geh weg, ich hab dir nichts getan. Ich möchte nicht schon wieder sterben. Schuhe. Habe ich mir irgendwas zum Wehren? Habe ich irgendwas? Nee, habe ich natürlich nicht. Dann nehmen wir die mal in die Hand.
ungeladen. Schade eigentlich. Autsch. Ja, guck. Ah, super. Die hat schon gleich ein paar mehr Fächer. Machen wir doch gleich die. Wir haben noch einen Kompass, was zu trinken. So. Ja, was machen wir jetzt? Freunde, was machen wir jetzt? Zombies bei uns. Laufen einfach mal weiter. Hau ab, geh weg, ich mag dich nicht. Was haben wir da? Ein White T-Shirt. Oh, wir gehen weiter. Hau ab. Natürlich kommst du mit hinterher. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, natürlich triffst du mich nochmal. Jetzt blute ich auch noch. Und wo soll ich denn jetzt hingehen, damit ich mich verbinden kann? Ah, die kommen immer noch hinterher. Gibt's wieder so viele Sachen, die ich gebrauchen könnte. Mann, es gibt keine Waffe oder sowas, die ich benutzen kann. Nix gibt's hier. Nix gibt's hier. Komm ich da durch? Ja, ich passe da durch. Die passt da natürlich auch durch die Dicke. So, was mache ich jetzt ohne Schaufel, ohne alles? Yeah.